Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ende des Monats. Ich muss das Video hier irgendwie reinquetschen, weil das momentan das einzige Format, das auf diesem Kanal irgendwie noch lebt. Alle anderen Formate irgendwie angefangen, nicht wirklich aktiv. Aber dieses Format, es kommt ganz gut bei euch an. Ich versuche das am Leben zu halten. Und zwar schauen wir uns heute mal wieder auf eBay um. Heute ein Doppel-Upload. Checkt das andere Video auch ab. Vor allem, wenn euch dieses Format hier gefällt, weil es hat auch mit diesem Format etwas zu tun. Dementsprechend solltet ihr bei dem anderen Video vorbeischauen. Und bevor wir hier anfangen, ein Hinweis, wobei zwei Hinweise. Der erste Hinweis ist natürlich, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, dann gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Der zweite Hinweis ist, dass das natürlich alles hier nur zum Spaß ist. Accounts verkaufen und kaufen ist an sich nicht erlaubt, weder von Niantic noch von eBay. Also ich habe von vielen gehört, die haben was auf eBay gestellt und es wurde dann wieder runtergenommen. Wir schauen uns das nur zum Spaß an und man muss das immer in Relation sehen. Für manche Leute ist 100 Millionen EP nicht so viel und für mich ist vielleicht mal 20 Millionen oder so nicht unbedingt so viel. Heißt aber nicht, dass ich diese 20 Millionen nicht schätze. Das heißt auch nicht, dass ich nicht jemanden schätze, der versucht Level 40 zu werden. Das ist natürlich alles relativ. Wenn jemand im Dorf lebt zum Beispiel, hat er natürlich weniger EP und seine EP sind halt natürlich viel mehr wert. Für ihn ist es halt schwieriger, mehrere Millionen EP zu machen. Das ist alles relativ, das ist alles persönlich. Und natürlich auch Pokémon an sich haben natürlich an sich keinen Wert. Den Wert der Pokémon, den gibt man einen selber. Sprich, wenn ich irgendwas einen Wert gebe, kann dieser Wert natürlich euren Vorstellungen widersprechen. Dementsprechend jetzt zum Anfang des Videos ein kleiner Hinweis. Wenn meine Vorstellungen euren widersprechen, heult nicht unbedingt in den Kommentaren rum. Wenn euch der Account gefällt, wenn er so krass ist, dann könnt ihr ihn euch gerne gönnen. Schauen wir mal, was so abgeht. Ich war letztens sehr überrascht über die ganzen Angebote bezüglich Shinies. So, neue Pokéstops einreichen. Aha. Schauen wir mal drauf. Sehr interessant. Ich meine, wir in unserer Community machen das natürlich umsonst, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wenn man unbedingt einen Stop haben will, also am besten ist eigentlich, wenn ihr anfangt, Ingress zu spielen und euren Account hochlevelt. Aber anscheinend, dementsprechend, wenn ihr irgendwo wohnt, wo echt nichts los ist in Pokémon und dann aber auch nichts los ist in Ingress, ja, dann könnt ihr euren Ingress-Account nicht hochleveln. Und wenn ihr dann auch echt niemanden kennt, dann ist das hier vielleicht eine Option. Wir schauen uns das mal an. 10,99 für einen Pokéstop. Die Frage ist natürlich, er hat zwar die Option, die Möglichkeit, aber heißt ja nicht, dass er durchkommt zum Beispiel. Ist ja nicht garantiert, dass dieser Stop, den ihr einreicht, dann durchkommen wird. Deswegen frage ich mich, was er genau da verkauft. Viel Spaß mit deinem neuen Portal Pokéstop Arena. Worldwide. Bitte sende mir nach Kauf eine Nachricht hier auf eBay mit dem gewünschten Foto an die Nachricht anhängen, den Titel, den exakten Koordinaten, okay? Eine Beschreibung, okay. Es kann mehrere Wochen bis sogar Monate dauern. Hat bei mir echt Monate gedauert für meinen Homestop, bis das Portal angenommen, abgelehnt wird. Okay. Alle Submissions werden von der OPR Community geprüft. Eben. Ich werde den Käufer informieren, sobald ich das Portal eingereicht habe, okay? Und sobald ich eine Rückmeldung habe, okay. Es besteht keine Garantie. Ah. Dass das Portal angenommen wird. Okay. Also er bietet nur an, es einzureichen. Was natürlich nicht wirklich 10,99 wert ist. Ja, einmal verkauft. Interessant. Aber an sich nicht wirklich interessant. Was haben wir hier noch? Was? 75 Freunde? Er verkauft 75 Freunde oder was? 4,99. Start ab dem 1.3. Was sind das für Angebote, Mann? Bester Freund, 100.000 EP, alle Pokémon tauschen. Was, alle Pokémon tauschen? Ich glaube, das sind einfach nur Tags, die er verwendet hat. So. Was verkauft er hier genau? Hier habt ihr die Möglichkeit, 75 neue Freunde aus verschiedenen Ländern zu erhalten. Schaut ruhig auf meine Bewertung. Danke, Mann. Die ersten Käufer haben schon bewertet. Vorgang ist absolut sicher, da ich von euch nur den Trainercode brauche. Okay. Selbstverständlich erhaltet ihr fast täglich Geschenke. Nicht nur eine Freundschaftsanfrage. Ja. Das wäre ja sonst ziemlich sinnlos. Beachtet aber bitte, dass hinter den Accounts reale Menschen stecken, welche auch gerne Geschenke erhalten würden. Oh, okay. Es kann auch vorkommen, dass der vereinzelte Freunde seltene Geschenke schicken, da hinter jedem Account ein realer Mensch sitzt. Okay. Kann durchaus vorkommen, da erhaltet ihr in der Regel mehr als 100 Anfragen. Okay. Ablauf ist wie folgt. Direkt nach der Zahlung sendet ihr mir euren Trainercode. Innerhalb von 3 bis 10 Werktagen bekommt ihr mindestens 75 neue Freunde. Alter, das ist so eine ganze Organisation. Wirklich so Freundescode-Mafia. Interessant. Könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob sowas für euch
interessant wäre. Bei 4,99 nicht wirklich. Ihr könnt auch einfach auf meine Videos schauen und in den Kommentaren und da einfach alle Leute adden, so wie ich es mache. Oder so wie Dimi es gemacht hat und Tati. Also da braucht ihr nicht 4,99 auszugeben. Dann wieder die Metambox. Haben wir das letzte Mal schon gefunden. Ich frage mich, ob das jetzt diesen Monat mit diesem Meltdown-Event beliebter war. Ob das da gut abging. Weil da konnte man ja alle 3 Tage die Meltdown-Box abholen. Da war die Nachfrage bestimmt ein bisschen höher. Aber 3 Euro ist einfach viel, viel zu viel. Go Plus! 19,99 gibt es das wieder. 52 verkauft, mehr als 10 verfügbar. Marke, markenlos. Also für 20 Euro wieder ein Go Plus kaufen? Keine Ahnung, aber an sich, wenn es stimmt, eigentlich ein gutes Angebot. Oh, wieder diese Raid Services. Bin gespannt. 5 Pokémon Go, 5 Raid Service Latias. Chance auf Shiny. Trade Angebot. Ist es jetzt ein Raid Service oder ein Trade Angebot? Ich raide für dich persönlich vom 23. bis zum 1. per Hand in Deutschland. Ja, okay. Das Angebot bezieht sich auf 5 Latias Raids, wie gesagt. Das ist, glaube ich, dasselbe wie beim letzten Mal, derselbe Typ. Viel, viel zu teuer. Meine Fangquote ist sehr hoch, ca. 80%. Meine Fangquote am Sonntag war 100%. Auf meinem Main, auf meinem Client, für alle anderen Leute. Das war echt heftig. Check das Video ab, da ist es. Sogar das Video von gestern. Mein bestes Wochenende. Das war echt krass. Ja, der macht 5 Raids für euch. Ihr müsst ihm euren Account geben. Ihr müsst die Pässe haben. 5 Raids, Chance auf Shiny. Naja, ganz ehrlich. Nein. Einfach nein. Shiny Gyarados, 50 Euro. Nee, danke. Oh, jetzt gibt es sogar Angebote für Pokémon Let's Go. Shiny Hunt Service. Alter, 57 Euro. Kostenloser Versand aus Amerika. Vielleicht schauen wir uns noch einen Account oder so an. Oh, Vonaiga. Vonaiga, 4,41 für einen Vonaiga. Valentinstagspandier, 3 Stück, 3,45. Shiny Aerodactyl, 2,88. Das klingt doch nach einem Schnäppchen. Inkognitus wieder. An sich das Einzige, was mich persönlich interessieren könnte. Aber wie gesagt, die fange ich lieber selber. Oh! 5-mal der Dino. 5,18. Perlu! Shiny Perlu 3,45. Brandneu! Farbigel 5,75. Man kann jeden Tag einen bekommen, indem ihr einfach ein paar Fotos schießt. Ich habe in den Kommentaren jetzt gelesen, dass viele Probleme haben. Leider keine Ahnung, was bei euch so los ist. Aber ich glaube, die 5,75 sind das nicht wert. Riolu 11 Euro. Läuft. So. Schauen wir uns noch einen Pokémon Go Account an. Wir schauen uns mal um, ob irgendwas möglicherweise interessant sein könnte, wo das wir uns mal genauer anschauen. Aber ich sehe nichts, was meine Aufmerksamkeit fängt hier. Auch nicht viele Angebote. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig eingegeben habe. Pokémon Go Account. Ich nehme mal an, vieles wurde einfach gesperrt. Klicken wir doch mal hier drauf. 133 Euro. Level 34, 35 Pässe, 11 legendäre Shiny 2016. Was sind das für Schlagwörter? So. No Shadow Ban, no Slash. Ist keine Bilder? Doch, hier. Bilder? Ja. Ich bin mal auf ebay.com gegangen, um zu schauen, weil da war ja echt gar nichts los. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwo irgendwas Falsches eingegeben. Aber hier habe ich mal was gefunden. Bei einem Account sollten wir uns schon anschauen. Level 40, Team Vader, handgespielt, Raid Beast. Sternstaub 500, 1000, Pokédex 225, Beutelplatz 1150, Level 40, Erfahrung 20 Millionen, also gerade mal Level 40. Nicht gerade viele Informationen und auch nicht wirklich viele Bilder. Oh, recht enttäuschend. Ja, recht enttäuschend. Diesmal kein krasser Account am Start. Immer diese Fang-Services, jetzt die neuen Shinies, jetzt sogar Farbigel. Ich weiß echt nicht, ob das läuft. Was interessant war, war diese Freundschaftsmafia mit dem Freundescode. 5 Euro, 7 Euro, was auch immer das war, für 75 Freunde. Auf was für Ideen die Leute kommen. Ja, und dann noch das mit dem Ingress-Portal. Sehr, sehr verrückte Sachen, auf die die Leute kommen und dann auf eBay verkaufen. Ich frage mich echt, ob dieses ganze Zeug läuft, wie viel die da tatsächlich verkaufen. Aber das war es, glaube ich, erstmal wieder von dieser Folge. Bei der wir auf eBay vorbeischauen und uns die ganzen Angebote anschauen. Wie gesagt, heute Doppel-Upload. Die andere Folge könnte euch interessieren. Ein neues Format wird gestartet. Mal schauen, ob es gut ankommt. Ich habe selber noch keine Ahnung. Ich muss es jetzt nach diesem Video hier noch erst drehen. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Ah ja, schreibt noch in die Kommentare, was ihr von diesen verrückten Angeboten haltet. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.